Colloseum suchte schon seit längerem einen Bassisten. Mark war wirklich fantastisch. Er war Leadsänger seiner Band und sang wirklich gut. Ich machte John sofort auf ihn aufmerksam. Und Mark kam nach London, um mit uns zu spielen. Wir nahmen gerade Daughter of Time auf. Played in the studio. We were in the middle of recording Daughter of Time. And that was how Mark came into the band. Die Plattenfirmen waren immer sehr zufrieden mit unseren Platten. Aber ich war immer überzeugt, dass wir eher eine Liveband als eine Studioband waren. Deshalb hat sich unser erstes Live-Album auch am besten verkauft. Es zeigte uns in unserer besten Form, live auf der Bühne. Wir waren immer eine lebendige Band. Zwischen den Musikern spielte sich eine Menge ab. We were a blowing, interactive kind of band, you know. Every record got into the top 20. Alle unsere Alben haben in England die Top 20 erreicht. Ich glaube, die ersten beiden erreichten sogar in ganz Europa die Top 10. In Italien hatten wir eine Nummer 1. And all over Europe we had a number 1. I don't know what we had in Germany, but we... Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber ich glaube, mit dem Live-Album waren wir unter den ersten 5. I don't think we got... Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Tantiemen bekommen haben. Keine Ahnung. I can't say really. Als wir einmal in Deutschland unterwegs waren, dachten wir, es wäre eine gute Idee, einen bekannten Journalisten zu Konzerten einzuladen. Es war Chris Welch. Ich glaube, er ist heute noch aktiv. Damals schrieb er für eine der wichtigsten Musikzeitungen, den Melody Maker. Very big at the time, and Chris Welch was the big... Sehr einflussreich. Chris Welch war damals der Musikjournalist. Chris wurde eingeflogen. Er ließ durchblicken, dass er eine positive Kritik schreiben würde, die dem Album zum Durchbruch verhelfen sollte. Chris war so müde, dass er während Johns Schlagzeugsolo einschlief. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man dabei einschlafen kann. Eingeschlafen? Ja, eingeschlafen. Aber nur, weil er es schon so oft gehört hatte. So oft auch wieder nicht. Er hatte dich schon oft gehört, aber nicht mit Colloseum. Irgendwann landeten wir in unserem Hotel. Am nächsten Morgen standen wir wie üblich früh auf und nahmen den Zug. Plötzlich merkt jemand, wir haben Chris Welch im Hotel vergessen. Und wir hatten eine lange Strecke zu fahren. Als ich in die Lobby kam, stellte ich fest, dass die komplette Band außer Chris Farlowe verschwunden war. Chris war auf einem Trödelmarkt gewesen und hatte sein ganzes Auto mit Büchern und anderem Plunder vollgestopft.
was buying up all this stuff and packed his car with books and all kinds of junk in the back of his car. So he wouldn't give me a lift. Jedenfalls konnte oder wollte er mich nicht mitnehmen. It was his own fault, though. He shouldn't have... Selber schuld, er hätte nicht die ganze Nacht durchmachen sollen. Naughty boy is Chris Welsh. He ran a very kind... Seine Kritik ein paar Wochen später fiel recht positiv aus. Das Fazit lautete, jeder Journalist, der so behandelt wird, verdient mindestens einen Satz Weingläser und einen automatischen Toaster. Ich ging also brav los und kaufte mit Jerry Browns Geld die besagten Dinge, um sie ihm in die Redaktion zu schicken. Darauf hatte er es nämlich angelegt. In einem großen Karton mit der Aufschrift Bestechung. Chris Welsh Payola. Good story. Gute Story, gute Zeiten. Damals fand ich es nicht so witzig. Some nice shots of you. Black and white. That one's excellent, that one. That was too dark. That's a good one. Yeah. That's good. That's another nice one, yeah. Oh, yeah. Oh yeah. In the last few months of the band's life. Während der letzten Monate von Colloseum verloren wir immer mehr unsere Richtung. Es gab unterschiedliche Ansichten, wie es weitergehen sollte. And there were various ideas of what should happen for the band and what we should do. I think we just kind of Wir blieben auf einer Stufe stehen, ohne die nächste erreichen zu können. We didn't quite know how to get the next stage up. I don't know, the atmosphere in the band just... Die Stimmung in der Band wurde immer schlechter. Ich erinnere mich an einen heftigen Streit mit John auf Sizilien. Es ging eigentlich um nichts. Ich verlor die Lust an der Sache. And I just kind of lost heart, really. Maybe a lot of bands. Die Energie der meisten Bands reicht wahrscheinlich nur für eine bestimmte Zeit. Colloseum ist da keine Ausnahme. Because you know, Colloseum was by no means unique in that respect. There's thousands of bands that have got together. Tausende von Bands klingen fantastisch, wenn sie neu sind. Aber nach ein paar Jahren verlieren sie ihren Schwung. Seems to peter out. We've done 3 years on the road. Wir waren 3 Jahre lang unterwegs und alle waren erschöpft. Es wurde immer schwieriger, neues Material zu schreiben. Nach der Valentine Suite und Ähnlichem war ich mir nicht mehr sicher, wie ich weitermachen sollte. Es gab einige Ideen, die wir aber nicht konsequent zu Ende gedacht haben. John stand unter enormem Druck. Er musste sich zusätzlich um die geschäftliche Seite der Band kümmern. Jemand wie ich ist ständig auf der Suche nach einem Partner, der komponieren kann, damit ich mich ums Management kümmern und Schlagzeug spielen kann. Das ist nämlich genau das, was ich tue. Deshalb bin ich immer auf Partner angewiesen. Letztendlich waren die anderen nicht in der Lage, das Material zu liefern, um die Maschine am Laufen zu halten. Wir steckten in einer Sackgasse. Die Aussichten, ein neues Album zu beenden, waren schlecht. Wir waren in verschiedenen Studios, aber es kam nichts dabei heraus. Die Jungs haben sich selber im Stich gelassen. Sie waren es, die das Material schreiben wollten. Ich hatte nie komponiert oder behauptet, es zu können. In dieser Hinsicht war ich nie der Kopf der Band. Aber ich wusste immer sehr genau, ob das Material, das die anderen brachten, gut oder schlecht war. Sie ließen mich die Entscheidungen treffen. Das Resultat davon waren immerhin Stücke wie die Valentine Suite oder die gesamte Struktur der Band. Music like the Valentine Suite and Colosseum and, you know, it still produced that music, that system. The music was simply not commercial. Colosseum war nie eine kommerzielle Band. Kommerziell gesehen hatten wir nie Erfolg. It wasn't a commercial success, ever. I think that's the real fundamental reason. Ich glaube, das war der springende Punkt. Wir hatten einfach keine Zeit, neue Stücke einzustudieren. Wir erreichten nie die Verkaufszahlen, die es uns erlaubt hätten, diese Zeit zu nehmen. Es gab einige schlechte Kritiken, vor allem die von Chris Welsh über unseren Auftritt in der Royal Albert Hall. Ich erinnere mich nicht an den genauen Wortlaut, aber es war ziemlich deprimierend. Es brachte alles, worüber ich mir Sorgen machte, auf den Punkt. Als ich dann ein Angebot von Humble Pie bekam, hatte ich das Gefühl, ich sollte es annehmen.
It seemed like a good thing to do. All I know is that basically we got to the point. Clem bekam ein Angebot von Humble Pie und kam zu mir. Ich riet ihm es anzunehmen. I simply said, you should do it. You should really do it. I said to him, you know, you should go. And he said, what will you do? And I said, oh, was wirst du tun? Ich werde gar nicht versuchen, dich zu ersetzen, Clem. Ich löse die Band auf. Das war ein Schock für ihn. Das kannst du nicht machen. Natürlich, und ich tue es sogar gerne. Also ging Clem zu Humble Pie. Zwei Tage später traf sich die Band in einem Pub. Ich sagte, okay, Jungs, das war's. Wir lösen die Band auf. Danach war ich sehr erleichtert. I walked out of that pub happy. I think it's the biggest mistake I've ever made in my career. Es war der größte Fehler meines Lebens, John nicht davon überzeugt zu haben, einen anderen Gitarristen zu finden. John war so fest davon überzeugt, keinen gleichwertigen Ersatz für Clem finden zu können, dass er spontan beschloss, die Band aufzulösen. Ich hätte ihm klar machen müssen, dass er einen furchtbaren Fehler macht. Schließlich gibt es Millionen Gitarristen auf der Welt. So they could have found somebody else, but John thought so. John hatte eine so hohe Meinung von Clem, dass er es nicht mal versuchen wollte. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Ich bekam dadurch ein Riesenproblem, denn wir waren eine kleine Firma, deren Umsatz hauptsächlich von Colloseum abhing. Die Entscheidung, die Band von einem Tag auf den anderen aufzulösen, war ein Desaster für uns. The end of Colloseum is. Wie ich das Ende von Colloseum erlebt habe, ich bekam einen Anruf von John Heisman. Du brauchst nicht mehr zu den Proben zu kommen. Colloseum existiert nicht mehr. Das war eine Schande und ein großer Schock. Das hätte ich John nicht zugetraut. Andererseits hatte Clem keine Wahl. So ein Angebot konnte man nicht ablehnen. The call to John Humble Pie. In those days, you couldn't say no to Humble Pie or any job like that, you know. You have to take it, you know. I think it looked like a loser. Wir konnten einfach nicht gewinnen. Alles schien sich gegen uns verschworen zu haben. Wir beschlossen also, die Sache zu beenden. So at the end of the day, fairerweise muss man feststellen, dass wir alle unser Bestes versucht haben. Und nach drei Jahren hatten wir alles gegeben, was wir hatten. Das war's. Ich habe damit kein Problem. And that's it. I have no problem with that. There's Colosseums Musik zwischen 68 und 71 war etwas Besonderes, das es in dieser Form nicht wieder gegeben hat. Johns spätere Projekte wie Colloseum 2 oder Tempest versuchten das erst gar nicht. Colloseum war einzigartig. Und es spricht nichts dagegen, so etwas wiederzubeleben. Schließlich machen sie ihre Sachen noch immer sehr gut. Turn up
Excuse me, I'm looking for John Heisman. Phone. John Heisman? Ich hoffe wirklich, dass unser neues Album, an dem wir augenblicklich arbeiten, Erfolg hat und gute Kritiken bekommt. Es wäre sehr schön, mit aktuellem Material, auf das wir stolz sein können, auf Tour zu gehen. Some material that contemporary material that we're proud of. Mein großes Ziel ist es, mit neuen Stücken aufzutreten, statt 25 Jahre altes Material zu recyceln. Die Arbeitsweise dieser Band hat sich nicht geändert. Wir machen praktisch da weiter, wo wir aufgehört haben. Es macht Spaß, an neuem Material zu arbeiten. Damals wie heute verlassen wir uns ganz auf unsere Fähigkeiten. Daran hat sich nicht viel geändert, außer, dass wir jetzt schon so lange als Musiker arbeiten. Was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Kein angenehmer Gedanke. Man könnte meinen, Colloseum, kein Problem. Es ist nach wie vor schwierig, unsere Musik zu kreieren. Wegen der ungewöhnlichen Zusammensetzung der Band. It's okay, I was just talking to Clem. Yeah. So we'll just run through it, yeah, from the top, just gently. Okay. Challenge this time round. Write material that is 1990s and also that is still material that is very much Colloseum. Es ist eine echte Herausforderung, 90er Jahre Musik zu schreiben, die trotzdem wie Colloseum klingt. Das müssen wir schaffen. Während der letzten sechs Monate habe ich hauptsächlich komponiert. Einiges davon wird für Colloseum nicht geeignet sein. Nach 25 Jahren muss ich mich erst wieder hineindenken. Aber es ist ein tolles Gefühl, eine zweite Chance zu bekommen. But it's great to have a second bite at the cherry, if you like. Ich würde mir wünschen, dass wir für Colloseum die Richtung finden, die zu uns passt, damit wir als Band weitermachen können. Vor allem Dave hat gute Songs geschrieben. Wir müssen uns aber auch klar machen, wofür der Name Colloseum steht. Die Fans, die zu unseren Konzerten kommen, lieben unsere alte Musik. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen auf keinen Fall die treuen Fans enttäuschen. The last thing we want is to make an album that disappoints all the Colosseum faithful. So it's difficult.
Das ist nicht so einfach, denn Colloseum muss sich auf dem Markt der 90er behaupten. Colloseum ist unsere Band. Wir komponieren für Colloseum aus Respekt füreinander und aus Liebe zu dieser Band und ihrer Tradition. Love for the tradition of Colloseum as a group. People turn to rain, then turn into winter. Work on the song. Of course, it, of course, yes, of course. You can't concentrate with all that racket going on here. I mean, that's well, so. So the problem we've got is how do we solve that problem? We've now changed the tempo, and nothing's in sync anymore. We can't win this game, you see. So whatever you do, you're going to break the groove up, whatever you do. No, that's, in theory, that's not true. In practice, that's what's happening, but it's not true. But I don't think we should waste too much time on that. I think we should play right through it. High pressure, head of steam. Been living too long inside a dream. Baby's waiting for my return. Beim ersten Mal waren die Bandmitglieder ständig zusammen. Wir waren ununterbrochen auf Tournee. Diesmal ist es ganz anders. Wenn wir nicht unterwegs sind, kümmert sich John um seine Projekte, Clem spielt Sessions, Chris hat Auftritte und ich schreibe fürs Fernsehen. Wir müssen nicht dauernd als Colloseum touren, mit 6 Auftritten pro Woche.
we haven't got six nights a week with Colosseum. And I think that it was good that we came together again now. Es war richtig, jetzt wieder zusammenzukommen. Wir werden zusammenbleiben, solange es Spaß macht und wir alle die Zeit und Energie haben. Wenn das eindeutig nicht mehr der Fall ist, wird die Band einfach verschwinden. Es wird kein wirkliches Ende geben, weil die Band eigentlich gar nicht ständig existiert. Colosseum existiert nur, wenn jemand die Band ansagt. Ladies and gentlemen, will you welcome? That's Colosseum. Nur dann gibt es Colosseum. Alles andere ist nicht konkret. Eines Tages werden wir ein Konzert geben, uns verabschieden und nie mehr zusammenkommen. Next week or whatever, and somehow it'll never come back together again. A giant silver arrow speeds towards the star. The fallen rig reminds us they have gone. A time to wonder. With our feet set firmly in the clay, what sights some other sun may shine upon. The need to know and the chance to try, the hope to find the other side of the sky. Stichtag heute.